Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance. Heute gibt es die Rache. Zeit für den Kampf, würde ich sagen. Ich will auch Feuerpfeile schießen. Wo ist denn nicht mein Pfeil im Bogen? Achso, habe ich in der Hand. Na gut. Ich habe keine Ahnung. Wir gucken einfach mal auf die Quest, wo wir hingehen sollen, ob wir hinten oder vorne sind. Wir sind vorne, okay. Dann sind wir bei der Belagerung mit dabei. Ich habe meine Giftpfeile ausgerüstet, das heißt... Okay. Das heißt... Wieso ist der Wolf rumgefallen? Also Bogenschützen. Das heißt, ich darf meine Leute nicht treffen. Zack. Einer vergiftet. Irgendwie hat es nichts gebracht. Ha ha ha! Ich habe das Gefühl, dass dieses Tor noch nicht geladen ist. Kriege das Lager ein, ja gut. Kann ich die Leiter hier benutzen? Kommt Leute, gehen wir rein! Ach du Scheiße. Sichere das Tor. Gott. Wieder mal so eine Aktion, wo ich nicht sehe, wo wer Feind ist und Freund ist. Ha! Ich habe einen Feind getroffen. Noch ein Feind in den Rücken. Immer schön vergiften, die Jungs. Immer schön vergiften. Ich glaube, die haben wir schon mal überrannt. Sehr schön. Oh, guck mal, es lädt langsam. Was lädt denn das alles so langsam? Hm. Ach, die leben noch? Nimm das. Ich glaube, ich habe sein Schild getroffen. So, noch einer weniger. Ihr habt nicht mal Schilde, Jungs. Zack, in den Rücken. Vergiftet. Der kippt sowieso früher oder später um. Jetzt gehen wir aus dem Bild. Na gut, nur einer da. Ich denke, der wird jetzt verprügelt. Easy going. So, wo ist der Rest? Das war einfach. Rücke über den verbrannten Boden vor und sichere die Position. Sichere den ersten Teil des niedergebrannten Lagers. Heinrich, geh mit den Männern und feg das Geschmeiß bei den Zelten weg, damit es uns nicht ins Kreuz fällt. Ihr da drüben, ihr geht mit ihm. Der Rest von euch... Sammeln und dann auf zum Tor! Komm ich hier überhaupt vorbei? Nee. Wenn wir nicht. Hallo Jungs! Gibt's hier irgendwo noch jemand anderen? So! Zack, schön in den Rücken. Der ist tot. Wer ist hier Feind von euch beiden? Bandit? Da, du bist der Bandit, ja? Oh mein Gott, ich hab verfehlt. Ist nichts der Nähe. Jetzt, Freundchen, geh mir aus dem Bild. Oh, weil du hier im Bild bist. Wie soll ich den Kollegen denn treffen, wenn du mir den Rücken dahin hältst, hä? Oh, weg mit deinem Schild. Scheiß auf den Pfeil. Ich kann neue machen. Das geht schnell. Kümmere ich mich um dich. So, das war schon mal ein schöner Headshot. Oh, das war einer von meinen. Oh mein Gott, ich bin alleine mit dem Banditen. Oh oh. Warum habe ich meinen eigenen Kollegen abgeschossen? Okay, ich vermute mal, jetzt bin ich alleine. Mist. Ach Gott, was habe ich gemacht? Oh nein, ich habe mir das Spiel schwerer gemacht. So ein Scheiß.
Du weißt doch gar nicht, wo ich bin. Headshot. Oh fuck, oh fuck. Jetzt muss ich aber rennen. Jetzt bin ich hier alleine. Behaltet eure Stöcker für euch. Ich will sie nicht im Gesicht haben. Was zum... Weh. Und zumindest schon mal getroffen. Ach, fuck. Nee, das ist doch nicht dein fucking Ernst. Leute, helft mir. Hinter euch. Genau. Okay, sichere den letzten Teil des niedergebrannten Lagers, habe ich gemacht. Easy. So. Und nu? Ich könnte sie plündern, um meine Pfeile wieder zu bekommen, ne? Naja, scheiß drauf. So pingelig bin ich jetzt mal nicht. Ich weiß, wir werden bald die Pfeile ausgehen. Ich guck mal ganz kurz, wie viel ich noch habe. 60. Okay, damit kann ich leben. Greift das obere Tor an. Also bisher ist das noch ein leichter Kampf. Besser als das letzte Mal. Gut, jetzt bin ich auch ein besserer Bogenschützer und alles. Also ist natürlich ein großer Unterschied, wie man merkt. So, einfach mal in die Menge. Zack. So ist schön. Ich stehe hier an der Seite und schieße einfach rein. Das war ein Heady. Also schön. Guck mal, sie ignorieren mich komplett. Ich kann die Headshots verteilen ohne Ende. Ja, komm näher. Kommen sie näher, kommen sie ran. Ich hab Headshots für alle. Oh, den hab ich verfehlt. Ich darf halt meine Leute nicht treffen. Weil das sind Giftpfeile und die kippen dann früher oder später sowieso um. Mein Typ mit Ruhe. Oh, du lebst ja noch. Ja gut, der ist sowieso jetzt nahezu tot. So. Scheint hier noch ein bisschen zu dauern, deswegen kann ich mal hier ein bisschen da Giftpfeil holen. Ich weiß nicht, tötest du aber nicht gerade deinen Kollegen? Was offen? Ist offen. Hallo, lasst mich durch! Toll, das war ein Schild. Hilfe! Ach komm, das war ein erstklassiger. Okay, das ist ungefähr. Erstklassiger Headshot. So. Genau, ignoriert mich einfach, Jungs. Ignoriert mich einfach. In den Nacken. Du bist böse. Ups. Jetzt. Okay. Hilfe! Hilfe! Mann, hier ist kein Platz zum Kämpfen. So, bist du ein Bandit? Nein, Waffenknecht. Du bist aber ein Bandit gewesen. Du bist ein Bandit. So, und du bist ein Bandit, okay. So, wer ist hier der letzte Bandit? Du. Der ist schon mit Pfeilen bespickt. Ups. Ich hab den hinteren getroffen. So. Das war einfach. Außer, dass ich meine eigenen Kollegen ein bisschen zu oft umgebracht habe, aber naja. Wo ist dieser ungarische Bastard? Wieso ist er nicht hier? Sag nicht, dass niemand hier Befehle gab. Sieht aber ganz danach aus, Hanusch. Heinrich, wo ist Thorst? Du sagtest, er wäre hier. Er war hier, Herr.
Meine Schnitte und blauen Flecken bezeugen es. Sucht nach Hinweisen. Wir müssen herausfinden, wo er sich verkrochen hat und was er im Schilde führt. Durchsuche das Gehöft. Ich denke, der wird nicht hier sein. So, Feindbogen einstecken. Ich schau mal am besten hier im Hauptsitz. Fange ich am besten an. Hier hätte ich jetzt meine Sachen wieder bekommen. Eriks Thronschlüssel. Oh. Oh. Super. Halt, hier war eine zweite Truhe irgendwo, ne? Was ist mit der zweiten Truhe passiert? Die ist verschwunden. Mysteriös. So gut, setzen wir uns erstmal. Erstmal eine Runde hinsetzen, gucken wir mal. Gedanken zusammenfassen. Na gut, hier ist nichts. Okay, auf diesen Zetteln sind keine Nachrichten. Hätte ich fast gedacht. Hier ist doch irgendwas. Ein Brief aus Vranek. Ah, jetzt kommen wir der Sache näher. So, Questgegenstand. Brief aus Vranek. Geschätzter Herr, trotz unserer anfänglichen Schwierigkeiten in Pribislavitz muss ich sagen, dass alles nach Plan verläuft. Ich habe so viele Männer angeheuert, dass eventuelle Verluste zu verschmerzen sein werden. Ich glaube, dass ich die Burg, von der wir vormals sprachen, schon bald einnehmen werde. Ich sehe schon, das hier war ein Trick. Die wollten uns weglocken von irgendwo. Es war alles geplant, auch dass wir befreit werden, war geplant. Herr, mehr konnte ich nicht finden. Ein Brief? Was steht da drin, Ratzig? Neben Jagdhaus, Flügen, Gelagen und Kämpfen findest du bestimmt Zeit fürs Studium, alter Mann. An den Höfen von Prag kann heutzutage jeder Hinz und Kunz lesen. Naja, hier bei uns auf dem Lande kümmern uns solche Sachen nicht mal ein Furz, Ratzig. Außerdem habe ich dafür sowieso einen Schreiber. Also, was steht in dem Ding? Offenbar hat Tostas geschrieben. Es wird kein Adressat genannt. Nur, dass alles streng nach Plan verläuft und die Burg bald eingenommen sein wird. Burg? Welche Burg? Wozu braucht er denn eine Burg? Herr, wir haben den da geschnappt. Es scheint ganz so, als sei er kein gewöhnlicher Speerträger. Wo ist Tost, diese Ratte? Wohin ist er gegangen? Sprich, verflucht! Er hat euch wieder überlistet, oder nicht? Wenn du dich klug anstellst, kommst du vielleicht sogar davon. Wo ist dein Herr? Gestern war er noch hier. Komm schon, Herr. Wir beide wissen doch, wie das hier enden wird. Mein Herr ist weg und nahm einen Großteil der Männer mit. Wo ist er? Was hat er vor? Er schreibt hier davon, eine Burg zu erobern. Welche Burg? Eine Feste nicht weit von hier, welche völlig unbewacht ist, welche das wohl sein könnte. Was sagst du da, du Hurensohn? Thallenberg. Ist er nach Thallenberg gezogen? Ihr werdet ihn nie kriegen. Niemals werdet ihr... Ach! Was denn? Hattet ihr vielleicht vor, ihn in irgendein Kloster zu schicken, damit er Mönch wird? Ich denke, wir haben zu tun, Herr Divisch. Habe ich recht? Aufsatteln, meine Herren. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Das war erst der Anfang. Ja, das war ein Trick. Das war alles ein Trick. Oh, ich wusste, ich hätte den Typen töten lassen sollen. Er hat mir nicht geholfen, nicht freiwillig. Eroberer. Ich grüße euch. Es gab einen Hinterhalt. Wir brauchen dringend Hilfe. Wir haben hier Verwundete.
Öffne das Tor! Möge Gott mit uns sein. Feuer! Na los! Vorwärts! Herrin Stephanie, es ist nicht klug, wenn wir... Herrin? Schneller, Männer! Reitet schneller! Meine Männer sind schwer verwundet. Ohne Versorgung werden sie den morgigen Tag nicht erleben. Feuer! Feuer! Sei unbesorgt, wir kümmern uns um sie. Herrin, ich spreche euch meinen aufrichtigen Dank aus. Möge Gott euch für eure Güte belohnen. Jeder Christ sollte seinem Nächsten in der Stunde der Not zu Hilfe eilen. Wohl wahr. Ganz besonders zu dieser Zeit, in der Verrat und Täuschung allgegenwärtig sind. Macht schon, Männer! Oh, jetzt kriegt sie ihn durch. In den Schatten lauert. Oh, oh. Kommt schon! Sich fürchten muss, Gäste in sein Haus zu lassen. Vor allem ein Großteil der Männer 5. Gib das Zeichen! Okay, jetzt kommt der Rest. Ja, gut. Ha, 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 ja. Um Regen in die Traufe. Okay, dann geben wir hier jetzt auch unser Bestes. Pfeil und Bogen. Ja, ich bringe zum Schwertkampf immer meinen Bogen mit. Okay, Tor öffnen. Verschwört sie! Sichert den Vorhof! Wir müssen am Tor vorbei! Okay. Ich vermute mal, ich muss hier hoch. Es bleibt keine Zeit zu verlieren! Oh, ich hoffe, du warst der Bandit. Okay. Jetzt hör doch von mir wegzulaufen. So schön in den Ricken. Ich muss dem halt helfen jetzt. Er ist alleine gegen die. Okay, ich glaube, wenn ich das Fallgitter öffne, bin ich eine größere Hilfe, als wenn ich Leuten in den Rücken schieße. So. Wie öffnet man das denn? Hä? Freund oder Feind, Bandit? Du Arsch! Verzieh dich! Macht er hier Stress? Oh! Hi! Scheiße. Ah, ich sehe schon. Hier in dem Häuschen, ne? Ah, okay.
Die Rockdolle. Guck, wie er da steht. Komm raus, du Ratte! Komm raus und kämpfe wie ein Mann! Nein, lieber nicht. Hier gefällt es mir viel besser. Du versteckst dich wohl lieber hinter meiner Frau wie ein räudiger Köter. Ich könnte ihr auch einfach die Kehle durchschneiden. Ich habe genug Geiseln und dicke Mauern, die mich beschützen. Bringt ihn her! Oh. Ratzig? Was verlangst du, du Schlange? Mal sehen. Eigentlich verlange ich gar nichts von euch. Außer vielleicht, dass ihr alle sterbt. Feuer! Brennt alles nieder! Tja, dumm gelaufen, dass man Strohdächer machen muss. Okay, jetzt muss ich überlegen, wie ich da reinkomme, glaube ich, ne? Gott, geht es dir gut? Ich werd's überleben. Aber das Schwert werde ich wohl eine Weile nicht mehr schwingen können. Oh, keine Sorge, Schwertkämpfer haben wir genug. Ein guter Herr ist da schon seltener. Wie zur Hölle haben Sie Ratzig erwischt? Ich kam nicht mal bis zum Tor. Er kämpfte gegen die Verstärkung, die aus der Burg kam. Wir müssen Herrn Rat... meinen Vater irgendwie retten. Genau wie auch meine Gattin. Und unser Zuhause. Mein Freund, du weißt doch genauso gut wie ich, dass wir sie belagern müssen. Nein. Nein, das wäre erst der letzte Ausweg. Es muss noch eine andere Möglichkeit geben. Herr, wenn ein paar Männer nachts die westliche Mauer erklimmen könnten, gelingt es ihnen vielleicht, die Geiseln zu befreien und das Tor zu öffnen. Aber auch nur, sofern sie sie im Hof gefangen halten, wie wir es immer taten. Das ist sehr riskant. Was, wenn sie gesehen werden oder das Fallgatter nicht leise öffnen können? Herr Hanusch, wenn wir auch nur eine Geisel befreien können. Ein gefährliches Unterfangen. Wen würdest du schicken? Ich gehe. Dann machen wir uns bereit. Ich sehe, worauf das hinausläuft. Ich muss entscheiden, welche der Geiseln gerettet wird. Die andere stirbt. Ja, deswegen der Plot-Twist mit meinem Vater. Und deswegen haben wir mit Melanie auch Spaß gehabt. Ja, gut. Na gut, von Melanie haben wir jetzt wenig gesehen. Daher würde ich mich für Ratzig entscheiden, obwohl ich den auch nicht mag. Mag einfach seine Fresse nicht. So, okay. Ich bin bereit, Dude. Ich bin bereit. Vielleicht noch kurz was essen. Wie sieht's aus mit meinen Statuswerten? Ja. Ich glaube, ich sollte irgendwie kurz mal duschen oder so. Weil Stärke und Redekunst ist runtergegangen. Kann ich meine Debuffs sehen? Buffs da. Ja, ich sehe keine Debuffs. Mal sehen, was fehlt denn eigentlich noch? Kräuterkunde? Fehlen mir noch 2 Level? Reiten 2 Level? Reparieren? Fehlen mir noch eine Menge. Trinkfestigkeit, gut, das geht ja schneller. Sauf ich mir einfach einen weg. Jo. Also ich hatte fast alles maximiert, ne? Krass. Aber ich bin bereit, Dude. Ich bin bereit, komm. Ich bin bereit. Sicher? Du solltest leichte, dunkle Kleidung tragen. Lass alles hier, was du nicht brauchst.
Ich will nicht, dass du in Plattenrüstung einen Radau veranstaltest. Ja. Ja, ich bin bereit. Alles Gute. Das ist die ganze Zeit mein Stil gewesen, also ich muss mich da nicht verstecken. Okay, noch steht da Herr Ratzig und Melanie. Wenn irgendjemand Zweifel hat, so hat er jetzt die Gelegenheit zu sprechen. Guck mal, da sieht das wie ich. Ich hoffe, ihr wisst alle, was wir zu tun haben. Wir müssen die Geiseln befreien, um Tost seines Vorteils zu berauben. Sie werden sicher irgendwo sein, wo sie bewacht werden können und trotzdem von den Truppen getrennt sind. Und wo könnte das sein? Wir hielten unsere Gefangenen stets im Haus auf dem Vorplatz bei den Ställen. Da, wo ich war. Wenn sie im Turm sind oder irgendwo anders? Dann werden wir uns zum Tor begeben und es öffnen müssen. Das braucht Zeit und erregt Aufmerksamkeit, weshalb wir es nur tun sollten, wenn wir genau wissen, wie die Dinge stehen. Und wenn sie Alarm schlagen, bevor wir etwas tun können, machen wir uns sofort aus dem Staub. Verstanden? Und die Geiseln? Besser ein paar Geiseln als ein Berg aus Leichen. Herr Capon, bist du sicher, dass du an dieser Sache teilnehmen willst? Ja. Es kann ja nicht schwieriger sein, als sich jede Nacht aus der oberen Burg Ratais hinaus und wieder hineinzuschleichen. Außerdem, wer hält diesen Hitzkopf sonst davon ab, einen Aufruhr zu veranstalten? Nun, dann zeig, was du kannst, Herr. Möge Gott unsere Schritte leiten. Ja, die zwei Bros sind mal wieder aktiv, ja. Ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Er kriegt irgendwie Stress und ich muss den auch noch retten. Geil. Einfach geil. Irgendeiner von den dreien wird sterben. Das wird etwas. Gut, Freunde. Aber bevor unsere Stealth-Mission anfängt, würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder zu einer neuen Folge und dann gucken wir mal, wie es ausgeht. Haut rein, euer Zero. Tschüss.